72 Meter lang ist die Trocknungsanlage bei Textilveredelung Drechsel in Selb. 24 Gasbrenner sorgen für trockene Luft in dem langgestreckten Kasten. Ohne Erdgas wären die benötigten Temperaturen zwischen 130 und 210 Grad Wärme nicht zu erreichen. Gas ist essentiell für uns als Textilveredler. Wir haben alle Prozesse sind mit Wasser. Das heißt, es fängt beim Waschen an, Färben, Apprettieren, Beschichten. Überall muss Wasser verdampft werden. Dafür gibt es im Moment keine bezahlbare Alternative. 16 Gigawattstunden Gas brauchen sie im Jahr, so viel wie 12.000 Einpersonenhaushalte und 2,6 Gigawattstunden Strom. Seit 73 Jahren gibt es die Textilveredelung im oberfränkischen Selb. 150 Menschen haben hier ihre Arbeitsplätze, davon zwei Auszubildende. Die hohen Energiepreise setzen der Industrie zu. Als allererstes brauchen wir bezahlbare Energiepreise, sowohl für Erdgas als auch für Strom. Und zwar durch die Bank, von der großen Industrie, der energieintensiven Industrie bis zum Mittelstand und bis zum Bürger. Zweitens, wir bräuchten eine Planbarkeit für die nächsten Jahre. Die Investitionen, die wir machen, sind auf 10, 15, 20 Jahre ausgelegt. Das ist auch die Linie des Gesamtverbandes der deutschen Textil- und Modeindustrie. Einen Brückenstrompreis für alle, auch für Mittelständler wie Bernd Drechsel. Die Branche will von der Politik gehört werden. Inzwischen hilft sich Drechsel mit einer eigenen Solaranlage und Wärmerückgewinnung. Doch das reicht nicht. Sie könnten ihn selbst auch mit Wasserstoff heizen, wenn es den gäbe. Es gibt momentan keine Alternative zum Erdgas. Die Mengen, die Sie bräuchten an Hackschnitzeln, an Flüssiggas oder irgendwelche anderen Medien, wäre nicht nur unwirtschaftlich, sondern auch klimafeindlich. Denn was hier dann an Lkw-Zügen auf den Hof fahren müsste, wäre von der CO2-Bilanz alles negativ. Wir fahren im Moment mit dem Erdgas am klimafreundlichsten in unserer Branche. Günstige Energie und planbare Kosten sind die Forderungen der Textiler. Einige Betriebe haben bereits aufgehört. Die konnten nach dem Energiepreisschock, nach dem Ukraine-Krieg, die Marktpreise nicht mehr durchsetzen. Und man versucht jetzt, sich über Wasser zu halten, bis etwas Planbares wieder auf dem Markt ist. Aber in der Zwischenzeit brechen viele Teile der textilen Herstellungskette zusammen. Derzeit arbeiten über 9.000 Menschen in den rund 86 Betrieben der oberfränkischen Textilindustrie.